Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Wir waren hier stehen geblieben mit Alumern und Drogenbecher. Ja, genau, das ist ein Telefonzeichen. Nein, das Telefon ist nicht da. Ansehen. Ein Telefon. Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren. Nicht. Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Nicht. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Fest an der Wand verschraubt. Aber das ist halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Ups. Mist. Entschuldigung. Das ist eine Lampe. Das ist eine Schlampe. Dann so hell hier. Das muss in der Grafikkarte liegen. Was für eine Grafikkarte? Das ist nicht gerade eine Taschenlampe. Doch. Es fehlen alle Kissen und Bezüge. Hat der auch den Drogenbecher? Zu spät. Jemand hat bereits alle Polster entwendet. Drogenbecher. Ich kann später noch ausruhen. Shut the face, bitch. Alter. Dazu bin ich zu schüchtern. Hallo. Drogelbecher. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da... Drogelbecher. Aber ich... Schade. Wenn ich ihn doch... Ein Traum von einem Mann. Ob er wohl eine Freundin hat? Na, frag ihn doch, wenn du so offen stehst. Fang den Frosch. Nein. Bestimmt nicht. Es ist okay, wenn man mich für irre hält. Aber diese Spiele sind für Volltrottel. Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Und Schau das ist die nicht. Dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie es soll. Zwischen ihm und Captain Unbrauchbar besteht durchaus. Es gibt nicht viele Superhelden mit Bauch und Schnurrbart. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Die limitierte Erstauflage. Ach so. Drogelbecher. In der kurzen Zeit? Drogelbecher. Wow. Hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Okay. Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Edna. Drogelbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Drogelbecher. Und ob. Kann ich dann jetzt zum König? Drogelbecher. Cool. Ich meine, danke. Na, geh rein. So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden.
Der arme, getreue Troggelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber... Oh, weh, oh mir! Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Ja. Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Mein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Bist du bereit? Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann. Es gibt kein Zurück mehr. Doktor, der war aus. Jetzt geht es um alles oder nichts. Erfolg oder Niederlage. Ruhm oder Schande. Köderfisch oder Wurm. Du machst es aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und du musst mir die Lösung sagen oder zugrunde gehen. Schon gut, schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Zahl. Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Ich denke, das kommt so eine richtige Frage, die ich jetzt wirklich beantworten soll. Zum Beispiel, wann er geboren ist oder so. Keine Ahnung. Kopf. Kopf. Zahl. Nein. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf. Zahl. Alter! Ich will es noch einmal versuchen. Und wenn ich jetzt Zahlen bekomme, dann wieder Kopf oder was? Kopf. Sag mal ich. Ständig. Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt. Und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher. Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Ja. Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Versuch nochmal. Ich will es noch einmal versuchen.
So sei es. Oder Kopf oder Zahl? Es kommt Kopf. Kopf. Wow. Ich ziehe den dann wieder von dannen. Ich ziehe dann mal wieder von dannen. Cheerio. Ciao, ciao. Hände hoch. Polizei. Mich kannst du mit deiner weltlichen Autorität nicht beeindrucken. Oh, ich hasse dich. Oh nein, 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 hatte ich vorhin schon. Nein, 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 nein. Boah, lass mich nicht essen, ich will es dem Typen da geben. Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Ich schau wieder auf die Rübe. Ich schlage keine alten Männer, es sei denn, sie kommen mir dumm. Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Ich erweise sie schon nicht. Da bin ich da wieder mal alleine, ich bin da nicht mit Zahn. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Okay. Die Schlampe da. Eine Lampe. Na toll. Daneben. Daneben ist er vorbei. Okay. Hey, warte. Die Lampe ist durch ein Kabel mit der Wand verbunden. Sehr clever. So kann man sie nicht klauen. Doch, kann man. Edna. Haut ruf. Ich habe eine Idee. Poloschläger mit eingebauter Beleuchtung. Wenn nachts die Sicherung ausfallen, kann man einfach in den Keller reiten und ein Tor machen. Okay, habe ich. In diesem Bild gehen Captain Unbrauchbar die Idee. Du hast echt Fantasien, Harvey. Das Schild hätte ruhig ein wenig subtiler sein dürfen. Nein, ich... Was? Nein, ich will nicht schuld sein, wenn niemand mehr zum Telefon findet. Ich benutze dieses Schild zur Orientierung. Das Telefon ist rechts. Na, links. Ich lasse es lieber dort. Der Künstler scheint bereits ein hartes Leben zu führen. Ohne, dass jemand rumgeht und seine Kunstwerke stiehlt. Ich lasse es lieber dort. Der Künstler... Ohne, dass jemand rumgeht... So viel Ausdruck mit so wenigen Strichen. Ein Meisterwerk. Edna, das kannst du auch. Da bin ich mir sicher. Ach, da liegt der Hase im Pfeffer. Das Kabel, du Dummi. Es ist durchtrennt. Darum funktioniert das Telefon nicht mehr. Ach so. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer diesen Hasen in den Pfeffer gelegt hat. Ich. Wozu? Es ist kaputt. Wozu? Das ist doch schon kaputt. Nein, mach noch mehr kaputt. Nein, das soll heil... Heil? Du bist jetzt 70 haben? Okay, mach mal. Left. Toll. Edna, du dumme Kuh. Können wir vielleicht mit Alumen reden? Hey, Alu! Hallo, Edna. Was führt dich diesmal? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Jo. Ach, bitte! Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst...
aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon! Elektroschocktherapie. Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Sprechen wir über was anderes. Und wo soll ich jetzt den scheiß Kleiderbügel haben? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt. Zum einen, weil er meine Antenne. Zum anderen ein... Ich muss langsam mal warten. Pass auf dein Kap... Torgebecher! Mach die Tür im A. Ich bin kein Stück weitergekommen und wo ist denn Internet hin? Achso. Und man sieht sich dann beim nächsten Video und haut rein, Leute. Ciao!